Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Universal Partnerships and Licensing. Jurassic Park. Isla Nublar, 120 Meilen vor der Westküste von Costa Rica. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, Freunde. Ich habe lange überlegt, was ich spielen soll und ich habe mega Bock, endlich mal Jurassic Park The Game zu spielen. Es ist schon ein älteres Spiel, aber ich als großer Jurassic Park Fan habe gedacht, ich muss es jetzt einfach spielen. Wir spielen das Ganze für den PC und natürlich spielen wir das mit dem Gamepad. Ich habe so Bock, es ist so, ja, so ähnlich wie The Walking Dead. Es ist so ein interaktiver Film, wo man dann so viel drücken muss und es hat so ein Ticken was mit den Filmen zu tun. Aber nicht hundertprozentig und ich freue mich so auf dieses Spiel. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ich hoffe, wir haben zusammen gemeinsam riesig viel Spaß bei Jurassic Park The Game. Nach Lego Jurassic World, das zweite Jurassic Park Spiel auf meinem Kanal. Es ist ein Projekt, was nicht allzu lange gehen wird. Ach, scheiße. Kurz gepennt. Und ich schätze mal so, ja, so 20 Folgen vielleicht oder was. Aber es ist geil einfach. Und ich freue mich einfach mega drauf. Und jetzt gucken wir mal, hier sind wir irgendwie eine Person. Die hat schon entweder Halluzinationen oder sie hat Kopfschmerzen oder whatever. Klare Gedanken zu fassen. Ah, jetzt kriegen wir da oben was. Oh my goodness. What's there? We have to go immediately. Drei Stück? Sind es Raptoren? So machen sie doch bei Jurassic Park. Ich glaube, das sind Raptoren. Ich habe eigentlich erst gedacht, dass es die anderen sind mit dem Siegel. Wie beim ersten Teil, als er Dennis Nedry da im Auto zerfleischt. Oh, scheiße. Holy moly, hier geht's gleich richtig rund. Aber wer ist sie? Wer zum Teufel ist sie? Nein! Oh, und ich muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen. Ach, da oben zeigt es mir an, ob ich Gold, Silber oder sonst was bekomme. Gold habe ich jetzt schon verkackt. Ach du Scheiße, okay. Da muss ich mich jetzt erst wieder dran gewöhnen. Aber wir werden trotzdem jede Menge Spaß haben. Prolog abgeschlossen, Rang Silber. Ah, das können wir eigentlich besser, aber ich bin hier jetzt nicht in dem Spiel, um da wirklich Gold abzuräumen. Ich probiere natürlich mein Bestes. Aber wir spielen das jetzt einfach, weil ich Spaß habe. Den Knopf in Klammern drücken und halten. Ah, okay. Aufstehen, komm schon, du schaffst es, Mädchen. Wer auch immer sie ist. Und wir sind auf Isla Nublar. 120 Meilen westlich von der Küste von Costa Rica. Das habe ich schon tausendmal gehört bei Jurassic Park. Und da geht's gerade weiter. Ach, du Scheiße. Scheiße, was ist denn das jetzt? Los, komm schon, weg, weg. Ah, das ist so ein Jurassic Park Jeep. Das hat man gesehen. Als Jurassic Park Kenner sieht man das. Jurassic Park, The Game, Episode 1. Der Eindringling. Zuvor am selben Tag. Oh, und die Musik, das ist so geil. Ich bin ein absoluter Jurassic Park Fan, das ist so wahnsinnig. Ja, eine schöne Aussicht, aber wo sind die Dinosaurier? Da draußen müssen Triceratops sein. Sie sind manchmal schwer zu finden. Ach ja? Wo hast du das her? Das hier? Ja, das. Dieser Typ hat es mir gegeben. Dein Chef, John Hammer, oder wie er heißt. Er mag mich. John Hammond. Das ist großzügig von ihm. Genau.
Wo hast du das her? Aus der Kiste unter meinem Sitz. War das Ding schwer? Dschungel und so, ja. Aber keine Dinos. Erinnert ihr euch an die Szene? Also nicht an die, sondern die ich gesagt habe? Sehr, sehr, sehr geil. Hey, hier ist so ein Ich sehe einen... Oh, egal. Nur ein Felsen. Es ist nur ein Stein. Felsen. Der aussieht wie ein Triceratops. Vielleicht ist ein Dinosaurier hinter dem Felsen. Möglicherweise. Und das ist Dr. Harding, den kennt man auch. Da unten ist ein Auto. Sicher Hammonds Besucher. Er hat ein paar wichtige Paläontologen in den Park eingeladen. Aber eigentlich ist es Sarah Harding im zweiten Teil. Wir sollten echt da unten sein. Können wir da runtergehen und die Dinos aus der Nähe sehen? Durftest du ins Tigergehege, als ich in San Diego war? Das war was ganz anderes. Außerdem war ich erst 7 oder so. Genau, und ich hatte eine Heidenangst um dich. Ja, also mit Dinos ist, glaube ich, nicht zu spaßen. Hey, ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Ach, oh, vergiss doch. Es, nur nee, ein paar nur Vögel. Hey, ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Warum kommt es ins Doppelt? Vergiss es, nur ein paar Vögel. Ich habe nichts gedrückt. Verdammt! Da ist einer. Da ist einer. Warte, warte. Ich sehe wirklich einen. Oh, er ist weggelaufen. Sie ist gerade weggelaufen. Es ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? Warte, warte. Ich sehe wirklich Wieso einen. Wieso kommt das doppelt? Oh, er ist weggelaufen. Sie ist gerade weggelaufen. Es ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? Und das Ding ist, im Jurassic Park, das haben wir damals von dem Arzt gehört, im ersten Teil, gibt es tatsächlich nur Weibchen, die haben die Chromosomen so bestimmt, dass sie sich nicht fortpflanzen können. Eigentlich. Aber wie hat Ian Malcolm gesagt? Sieht aus wie Mams Paradiesvogelblume, nur irgendwie gesünder. Das Leben. Es ist Helikonia. Immer einen Weg. Wir haben sie zur Verschönerung vom Festland hergebracht. Ihr habt ja hier mehr Blumen als Dinosaurier. Ja, aber es sind schöne Blumen, stimmt's? Ja, das stimmt. Und ich kenne wirklich so viel von Jurassic Park, das ist wahnsinnig. Also ihr werdet Spaß haben mit mir. Die Spuren führen in den Fluss. Klar, der Triceratops hat ein Bad genommen. Sie muss irgendwo rausgekommen sein. Das war kein Triceratops, das waren Zweifüßler. Wäre es nicht lehrreich, wenn ich noch ein paar Tage hier bliebe? Weißt du, deine Mom könnte dich vermissen. Machst du Witze? Sie wäre total glücklich. Ach komm schon, das wäre sie nicht. Doch, das wäre sie. What's going on there? Oh, da ist ein Stromzaun, Electric Fence. Warum sind denn die netten Dinosaurier eingesperrt? Das ist sicherer für sie und auch für uns. Pflanzenfresser können sehr gefährlich sein. Das hier wäre mehr Spaß ohne Zäune. Ja, wenn du da unten bist. Spaß ist nicht ganz das richtige Wort. Man muss da schon höllisch aufpassen, ne? Jeder hat schon mal einen Dinosaurier in echt gesehen. Da sind ein Haufen Dinosaurierspuren um diese Pflanze. Triceratops sind große Freunde von Bananenblättern. Sicher sind sie ganz in der Nähe. Da sind ein Haufen Dinosaurierspuren um diese Pflanze. Ich weiß nicht, was da los ist. Triceratops sind große Freunde von Bananenblättern. Sicher sind sie ganz in der Nähe. Triceratops, zum 100. Mal. Da hinten ist ein Bunkereingang. Was ist denn das da für ein kleiner Bunker? Ein Gerätelager. Für Reparaturen an kaputten Dinos? Ja, wir halten sie immer in Schuss, weißt du? Ist da drin auch ein Haufen kaputter Rasenmäher, wie in unserem alten Schuppen? Die waren nicht kaputt. Ich habe sie nur restauriert. Ah, ja. Okay, und das heißt, jetzt bin ich fertig. Also ich habe, glaube ich, nichts mehr, was ich da noch groß beobachten kann. Zumindest macht so den Anschein. Doch. Da ist er. Das war doch ein Triceratops. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, ich sehe sie. Warte, da ist ein ganzer Haufen. Oh, krass. Sie kämpfen. Das wollte ich unbedingt sehen. Eigentlich ist es eher Dominanzverhalten als Kampf. Weißt du noch, wie Patchy auf eure Welpen reagiert hat? So ist es auch mit Lady Margaret und dem jungen Triceratops. Ernsthaft? Lady Margaret? Ja, das nennen wir Alpha-Tier. Siehst du die Hörner? Die sind über 1 Meter lang. Genau richtig, um gegen T-Rex zu kämpfen. Was? Das will ich sehen. Wird wohl nichts. Ich habe auch ohne Gladiatorenkämpfe genug zu tun. Da fällt mir ein, ich muss mich noch um einen kranken Triceratops kümmern. Und zwar gleich. Ich setze dich am besten am Gästehaus ab. Echt schon? Dann hast du noch Zeit zum Packen. Und denk dran, das Boot fährt heute Abend. Ich habe gar nichts zum Packen. Ich bin praktisch erst angekommen.
Wenigstens hast du ein paar Triceratops kämpfen sehen. Eigentlich war das eher Dominanzverhalten. Geil. Besserwisser. Und es hat wirklich Ähnlichkeiten. Das Boot mit heute Abend und ich muss mich noch um den Triceratops kümmern. Stark im Seegang ist es nicht sehr lustig an Bord. Ja, genau so ist es. Also das hat schon Parallelen wirklich zum normalen Jurassic Park, zum Film. Und ja, ich werde immer mal wieder ein bisschen drauf eingehen. Wir haben jetzt übrigens Willkommen im Jurassic Park abgeschlossen. Und da haben wir Gold, ja. Habe ich doch gesagt, Nedry ist nicht hier. Der fette Mistkerl steckt sich an einer Tür fest. Machen Sie sich keine Sorgen. Plan B ist bereit. Plan B ist genau hier. Nedry darf uns nicht verraten. Nedry wird uns nicht hintergehen. Dafür kriegt er zu viel Geld. Nedry weiß nicht, wie ich spreche, oder? Nein, sie kennt ihren Namen nicht. Sie weiß nichts, was sie nicht wissen muss. Glauben Sie, das spielt eine Rolle? Hey, Sie, raten Sie mal, wer dran ist. Dodgson. Hier ist Dodgson. Aha, okay. Nedry hat in Jurassic Park von Dodgson den Vorschuss gekriegt. 250.000 und dann nochmal für jeden lebensfähigen Embryo nochmal Kohle. Und das macht dann zusammen 1,5 Millionen oder was er gekriegt hätte. Und deshalb lief das ja hier alles schief im Jurassic Park. Aber ich glaube, da kommen wir auch noch zu. So, was können wir denn da machen? Der arbeitet bei Ingen. Weiß Ingen, dass Sie die Jacke geklaut haben? Oder auch nicht. Verdeckte Operation, muss mich anpassen. Ja, und was ist mit mir? Sie folgen mir einfach. Ah, seht dann, da ist auch diese Sprühsahnedose, wo diese Embryos was da reinkommen. Was ist auf dem Foto? Das hier wird uns beide reich machen. Deswegen sind wir hier. Rasiersaum. Ach, Rasierschaum. Sicher, Rasierschaum. Sturmbezahlung, auf geht's, Rasierschaum. Ah, da können wir jetzt gleich interagieren. Wie lange warten wir auf Ihre Kontaktperson? Das könnte eine Weile dauern. Laut dem Detektor ist er nicht mal in der Nähe. Dennis Nedry. Sturmbezahlung. Ja, Bezahlung. Ich berechne Überstunden, wenn wir länger warten. Keine Sorge. Es kann gut sein, dass Nedry im letzten Moment... Verdammter... Okay, ich schätze, wir müssen ihn suchen. Wenn jemand anhält, zeigen Sie diesen... Wo ist das Problem? Wir brauchen Zutrittskarten. Verdammt, Dodgson. Ich muss einen Idioten anrufen. Passen Sie auf, dass Sie niemand sieht. Ohne die Zutrittskarten sind wir aufgeschmissen. Tja, dann gehen wir mal Nedry suchen. Ist im Film nicht ganz so der Fall, aber immerhin. Neue Schauplätze verfügbar. Ich wollte aber das andere erst noch angucken. Ich habe in den Umschlag gesehen, zweimal, und ich sage Ihnen, Sie sind nicht da. Was soll ich sagen, Sir? Als wir unseren Ausschluss waren, sind wir gestrichen. Sie und Ihre dämlichen Coden... Ah, coole Sache. Okay, wir gucken jetzt mal. Die Übergabe läuft... Adler, che netto. Wir kehren nicht auf Sif zurück. Nein, das kehren wir nicht auf Sif zurück. So, was haben wir da hinten noch? Da sind die Zäune, Marikita, oder was? Marikita, hoffentlich schläfst du warm. Wer ist Marikita? Ihre Tochter? Warten Sie. Was? Wir sollten losgehen. Nun ja, ohne Zutrittskarten können wir nicht los. Dodgson? Ja, dann machen wir das halt alleine. Für was brauche ich dich denn? Ich glaube, das geht schief, oder? Ich muss den rauslocken, dann kriegen wir nämlich so Stuff-Karten. Schuppenkontakt 555-1832. Okay, das heißt also... Ja, jetzt habe ich aber den Schuppen. Großartig, vielen Dank, sehr hilfreich. 555-1832. Vielleicht nicht. Was meinen Sie? Hier ist die Nummer des Wachmanns. Beschäftigen Sie ihn am Telefon. Wie, Sie schleichen dann vorbei und ich bleibe hier? Das wird nicht. Nein. Aber so, ich beschaffe uns die Zutrittskarte. Gut, was soll ich ihm sagen? Das ist dein Problem. Reden.
So, komm, jetzt holen wir schnell die Dinge. Wie ich schon sagte, ich hatte die Frühschicht. Ich bin nur eingesprungen, weil jemand krank war. Was ist denn das jetzt? Und Dankeschön. Ja, aber warten Sie, da ist noch eine... Hey, ich dachte Sie... Oh. Okay, das war gut, aber... Hey, hey, Sekunde mal. Sie arbeiten für mich, schon vergessen? Ich gebe also die... Sie können dort nicht lang. Hallo. Hi. Wir haben Zutrittskarten. Ja, schön für Sie. Aber das ist eine Sturmevakuierung. Nur das unentbehrliche Personal bleibt auf der Insel. Sie müssen auf das Boot. Ja, ich meine, ich habe ein paar grundlegende... Mit wem sind Sie hier? Ich gehöre zu Ihnen. Ich bin neu. Was ist mit ihr? Sie gehört zum Wartungsteam. Na los, sagen Sie es ihm. Kammerjägerin kann ich Ihnen nicht sagen. Mechanikerin. Wer sind die Mechanikerin? Ich repariere Dinge. In diesem Sturm? Was genau reparieren Sie? Zäune? Ich repariere Zäune. Regen oder nicht. Sie müssen repariert werden. Und wozu ist die Machete? Werkzeug. Das ist ein gutes Allzweckwerkzeug. Schneiden, hacken, was Sie wollen. Anker werden gleich gelichtet. Alle an Bord. Dennis Nedry, wo bist du vorne? Dafür habe ich keine Zeit. Bürgen Sie für Sie? Was? Ich sagte, bürgen Sie für Sie. Ja. Okay. Verschwinden Sie. Nächstes Mal sollten Sie mich reden lassen. Ja, so wie er redet, weißt du. Supergeil. Immerhin lässt der Regen nach. Au, Ingen hätte die Insel zubetonieren sollen. Ingen hätte nie herkommen sollen. Und? Zurücktreten, Mr. Chadwick. Mögen Sie mein Aftershave nicht? Ich möchte keine Unfälle.